Hi, heute gibt's die Roomtour für euch aus dem Holiday Inn Financial District in Manhattan, New York, Leute. New York, tut euch das mal rein, ey. Das ist so genial. Und ja, wir sind mehr als happy, weil wir haben noch nie so ein geiles Hotelzimmer gehabt. Warum, seht ihr gleich. Aber wir fangen erstmal an bei der Roomtour mit dem Badezimmer. Genau, wir wurden auf jeden Fall sehr herzlich empfangen. Wir haben schon in Costa Rica und Singapur, da waren wir auch schon im Holiday Inn. Oh ja. Und ja, hier ist das Badezimmer. Eine mega geniale große Dusche. Mhm. Toilette. Hier gibt es auch Pflegeprodukte. Die riechen auch super. Bodylotion, Shampoo und Spülung. Ja, Tücher. Ja. Und hier das Waschbecken mit Spiegel und hier so ein kleines Schränkchen. Ja. So, und dann geht es auch schon weiter, direkt mal zum Highlight, weil ich glaube, sonst achtet eh keiner mehr aufs Zimmer. Guckt euch das mal an, Leute. Wir sind hier im 48. Stock, das ist das höchste Holiday in der Welt. Und wir haben so eine verdammte Aussicht, das ist sowas von schön. Special Sunset. Ja, jeden Abend Sonnenuntergang. Das ist einfach der pure Wahnsinn. Direkt die Aussicht nach draußen und am anderen Fenster ist es eigentlich noch fast genialer. Da ist direkt die Aussicht auf das One World Trade Center. Das ist hier direkt das hohe Gebäude. Das höchste Gebäude New Yorks, das wurde neu gebaut nach den Anschlägen damals. Am 11. September 2001 und dort unten, ich zoome mal dahin, da ist zum Beispiel eine der Gedenkstätten zu sehen, auch beide sogar. Da standen damals die Twin Towers. Ja, so sieht's aus. Das ist die Aussicht nach draußen, die ist einfach mega, vor allem hier auch die Spiegelung in den Gebäuden. Und ja, weiter zum restlichen Zimmer. Hier haben wir einmal neben dem Bett so kleine Komödchen, so Schränke mit Lampen drauf, da hinten dasselbe. Ein super breites Bett, das ist richtig cool. Ja. Und ansonsten auch alles da, was man braucht. Hier vorne, meine nette Assistentin öffnet einmal den Schrank, bitte. Natürlich. Jetzt stehe ich schon im Schrank. Ja, da ist einmal ein Bügelbrett sogar drin und Bügeleisen. Ein Safe ist drin, großer Vollmauch, da passen auch die MacBooks, Computer rein, also Laptops, nicht Computer. Dann einmal hier ein großer Fernseher. Hier kannst du auch was rein. Ja, und Schubladensysteme. Dann ist hier drin Kaffee und Becher für die Kaffeemaschine. Gut, die Regeln und Bananen sind jetzt uns gewesen. Hier vorne so ein Eisköcher, wo man eine Sektflasche oder irgendwas kalt stellen kann. Gläser sind drin. Und ja, so sieht's aus im Zimmer. Das ist einfach mega, oder? Ja. Wo wir reingekommen sind und wir haben die Aussicht gesehen. Wir sind ausgeflippt, der absolute Hammer. Echt, auch wenn wir jetzt hier stehen gerade rausgucken und draußen fährt so ein großes Containerschiff, aber da fährt einfach mal so ein riesiges Schiff vor der Fensterfront her. Gott, das ist so unglaublich, wa? Ja. Ja. Ja, und jetzt würde ich sagen, geht's noch weiter. Gucken wir uns mal das Gym zusammen an. Wir haben übrigens das Zimmer 48081 und das Hotel hat 50 Stockwerke. Mega hoch. Was auch richtig genial ist für Familien zum Beispiel, dass die Kinder bis 12 Jahre hier kostenlos übernachten und sogar auch das Frühstück kostenlos bekommen. Ja. Und jetzt geht's ins Fitnessstudio. Man kann hier waschen lassen und auch eine Wäscherei nutzen, was ganz cool ist. Und das geht hier, glaube ich, bei 4 Dollar los, zumindest laut Anzeige der Waschmaschine. Und ja, Trockner ist auch drin, Preis 4. Und ja, sogar das Waschmittel kann man jetzt ziehen. Na gut, muss ja auch. Das ist richtig cool. Was auch super genial ist hier in der Lobby, hier kann man sich Ladestationen, also mobile Akkugeräte leihen fürs Handy. Dann steckt man die später wieder da rein. Der Preis ist auch ganz fair, ist besser als wenn man es vergessen hat oder auf einmal ohne Strom da steht. Das Holiday Inn Financial District liegt auch echt super hier an der Washington Street, Ecke Hector Street. Super zentral auch zum Hudson River und total nah hier direkt beim One World Trade Center. Deswegen auch die geniale Aussicht.
Wir sind jetzt zurück im Hotel, haben uns auf das Bett gelegt und die Sonne geht gerade unter. Können wir euch gleich mal zeigen. Ja, wenn wir nicht zu langsam sind, weil ich glaube, die schon ziemlich tief unten. Lustiger Funfact ist aber auch zum Beispiel noch, dass jede Sekunde 3 Leute im Holiday Inn auf der ganzen Welt einchecken. Ja. Aber es ist auch eigentlich gar nicht so die Überraschung, weil es halt eine der größten Hotelketten weltweit, eine der ältesten. Aber trotzdem, wenn man sich in Erinnerung ruft, jede Sekunde 3 Menschen. Schon viel. Ja, definitiv. Ja, so sieht's aus. Das war unsere Roomtour vom Hotel und ich glaube, hier ziehen wir nicht mehr aus, oder? Ja. Das ist echt mega. Einfach die Aussicht ist so schön. Ist unglaublich. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir euch im nächsten Video wieder. Schreibt mir unten in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Also New York an sich ist halt schon mega genial. Mit so einem Hotel macht es noch mehr Spaß. Und ja, dann bis morgen. Ciao. Ciao.